Jetzt ist aber dran aus der AfD-Fraktion der Herr Spaniel. Ich darf aber darauf hinweisen, dass ich einen Doktortitel erworben habe, anders als viele Entschuldigung, andere. Entschuldigung, Herr Dr. Spaniel. Ja, muss man ja auch mal drüber reden. Ist ja nicht selbstverständlich in diesem Haus. Ja, Herr Verkehrsminister, Sie haben ja gerade explizit ausgeführt, dass Sie sich für die Vertiefung des Rheins eingesetzt haben und dass auch diese Maßnahmen dazu, dass Sie die befürworten, das wäre ja im Wesentlichen das Ausbaggern. Haben Sie Ihre Antwort eigentlich mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung abgestimmt? Weil der nordrhein-westfälische Umweltminister Oliver Krischer von den Grünen hat gerade in einem Gespräch mit der Rheinischen Post eine Absage erteilt für die Rheinvertiefung. Er fordert hingegen zusätzliches Geld für Schiffe mit geringerem Tiefgang. Wie ist denn jetzt die Haltung der Bundesregierung zur Rheinvertiefung und wie gehen Sie um mit einem Verkehrsminister in einem Land, das offensichtlich gewillt ist, den Rhein als Wasserstraße dann deutlich einzuschränken, als europäische Wasserstraße und damit natürlich auch hier unsere Infrastruktur bewusst zu limitieren. Wie verhalten Sie sich als Bundesministerium dazu? Die Abladeoptimierung des Rheins ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Bundesverkehrswegeplan. Es hat ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von nahezu 30. Deswegen arbeitet die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung auf meinen Anweisungen hin mit Hochtouren daran, dieses Projekt voranzutreiben. Ich habe dafür gesorgt, dass ausreichend Personal hier zur Verfügung steht. Gleichzeitig habe ich veranlasst, dass eine Beschleunigungskommission eingesetzt wird, in der alle Akteure, auch Industrievertreter, beteiligt werden, um Vorschläge zur Beschleunigung dieses Projekts auf den Tisch zu legen. Ich habe diese Äußerung von Herrn Kollegen Krischer wahrgenommen. Allerdings habe ich auch gelesen, dass er sich später anders geäußert hat. Jedenfalls sind diese Äußerungen kein Hinderungsgrund für mich, den Bundesverkehrswegeplan umzusetzen.